Ein Affe als Schiedsrichter, ein Hund und ein Fuchs, die ihm sang durch den Wald. Da denkt sie plötzlich eine große Fischermaus, die mit auf dem Wege lag. Ihn nehmen musste, sie verloren haben. Bei Tiere stürzen sich gierig auf die Wurst, denn jeder wollte sie für sich alleine haben. Nachdem sie eine Weile unten um ihren Bund gekämpft hatten, eilten sie sich, einen Schiedsrichter zu befragen. Ein kluger Affe sollte als Schiedsrichter entscheiden, wer die Wurst behalten dürfe. Hundfuchs tun also dem Schiedsrichter ihr Streit vor. Der Affe hörte aufmerksam zu. Schließlich sprach er das Urteil. Die Sache ist klar. Jeder von euch gehört genau die halbe Wurst. Damit zerbrach der Affe die Wurst und legte die beiden Teile in die zwei Schalen an der Waage. Das eine Wurstende war schwerer und so neigte sich die eine Schale nach unten. Der Affe biss von ihm Stück einen großen Amnam und fraß ihn ab. Nun wog er die beiden Teile noch einmal. Diesmal senkte sich die alte Schale nach unten. Abschnappt, bis er auch von ihm Teil einen Amnam. Wieder prüfte der Affe das Gleichgewicht und musste feststellen, dass jetzt wieder das erste Stück Wurst zu schwer war. Aber von jedem Teil bis er auf ein Stück ab. Jedoch die Waage zeigte nie ein Gleichgewicht an. Die Wurzeln wurden immer kleiner, die Augen von Hund und Fuß immer größer. Schließlich rutsch futsch waren sogar die beiden Wurstöpfe verschlungen. Die Wurst hat lecker geschmeckt. Mit angezogenem Schwanz schlichen der Hund und der Fuchs davon. Sie waren so wütend über sich selbst und Schiedsrichter, dass sie nach kurzer Zeit übereinander herfielen und von neuem anfingen zu rauchen. Der Affe aber freut sich über das leckere Mahl.